JFTV Direkt vom Stand der Jungen Freiheit auf der Frankfurter Buchmesse 2015. Sehen Sie jetzt Dieter Stein im Gespräch mit Sascha Lunjakow zum Buch Deutsche Geschichte für junge Leser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen am Messestand der Wochenzeitung Junge Freiheit. Zum Schluss des heutigen Abends begrüße ich ganz herzlich bei uns heute am Stand Sascha Lunjakow. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Wir kommen jetzt endlich zu dem Thema, was bei uns wirklich der Höhepunkt am Messestand ist, nämlich das Buch Deutsche Geschichte für junge Leser, was Sie hier sehen. Sie sehen bei uns am Messestand, dass das im Zentrum der gesamten Gestaltung des Standes steht. Sie sehen hier draußen auch dieses große Transparent mit dem Hauptmotiv des Buches, dieser Kampf auf den Barrikaden von 1848 aus dem Buch. Und das ist wirklich, kann ich Ihnen voraussagen, das erfolgreichste Buch, das unser Verlag nicht nur je herausgegeben hat, sondern auch über unsere Versandbuchhandlung ist noch nie ein Buch so oft bestellt und verkauft worden wie dieses Buch. Und ich will vorausschicken, wie das Buch entstanden ist. Als wir das Buch in Berlin am 3. Oktober präsentiert haben in der Bibliothek des Konservatismus, da habe ich die vier Gründe im Saal anwesend gehabt, die ich aufgerufen habe, weshalb ich das Buch gemacht habe, nämlich meine vier Kinder. Wo ich vor der Frage stand, vor 3,5 Jahren, als der Älteste 10 Jahre war, wie kann ich ihm eigentlich die deutsche Geschichte näher bringen oder ihn für die deutsche Geschichte begeistern, und habe festgestellt, dass es auf dem deutschen Buchmarkt eigentlich kein wirklich schönes Buch gibt, das altersgerecht die deutsche Geschichte so darstellt, dass es wirklich begeisternd ist. Sondern es gibt so einige Bücher hier, zum Beispiel Was ist was vom Tesla Verlag, aber das ist eigentlich, hat nicht diese Emotion, die ich mir vorstelle. Und so haben wir also vor 3,5 Jahren begonnen, dieses Buchprojekt anzugehen, und kamen dann nach einem halben, dreiviertel Jahr in Kontakt mit Sascha Lunjakow, denn wir haben nach jemandem gesucht, der für uns exklusiv dieses Buch vollständig illustriert. Wir wollten also nicht irgendwelche bestehenden Illustrationen einkaufen oder ein Stückwerk produzieren, sondern haben uns gedacht, das muss jemand wirklich exklusiv für dieses Buch vollständig schaffen, diese Gestaltung. Und ich möchte Ihnen kurz Sascha Lunjakow vorstellen. Er wurde 1974 in Charkow in der Ukraine geboren. Er wollte eigentlich als Kind, wie er mal geschrieben hat, Zoologe werden und hat später tatsächlich Tiermedizin studiert und wurde diplomierter Tierarzt. Doch schon während der Schulzeit besuchte er dank seiner Mutter, die sein Talent sah, ab dem Alter von 8 Jahren eine Malschule nach der normalen Schule mit dem romantischen Namen der Feuervogel, 10 Jahre lang. Und dort prägte sich die künstlerische Leidenschaft aus. Seit 1998 lebt Sascha Lunjakow in Deutschland, genauer in Leipzig. Und er hat auch als Künstler schon an einigen nationalen und internationalen Ausstellungen teilgenommen. Und sein Schwerpunkt bildet die Illustration von historischen Zeitschriften und Büchern. Was ich noch vorausschicken wollte, Herr Lunjakow hat mir gesagt, nachdem wir in Berlin diese Veranstaltung haben, was ich also ganz rührend fand, dass er hat schon sehr, sehr viele Bücher illustriert und Zeitschriften illustriert, und er sagte, es wäre das erste Mal gewesen, dass ein Verlag ihn auch eingeladen hätte zur Vorstellung des Buches. Und das finde ich also eigentlich ziemlich traurig, weil ich also den Wert des Textes, den der Autor, der auch morgen am Stand sein wird, Karl-Heinz Weismann, ebenso hoch schätze wie den Beitrag, den der Künstler, der die Bilder geschaffen hat, geleistet hat, und dass eigentlich erst durch dieses Zusammenwirken dieser beiden dieses wunderbare Buch zustande gekommen ist. Herr Lunjakow, was mich nochmal für die Zuhörer interessieren würde, ist, warum kam es denn dazu, dass Sie nicht diesen schönen Beruf des Tierarztes ausgeübt haben, sondern dass Sie dann am Schluss diesen Kittel an den Haken gehängt haben und jetzt ausschließlich als Maler und Künstler leben?
Also meine künstlerische Tätigkeit, Malerei, Zeichnungen, habe ich immer als Hobby betrachtet. So ist besser. Und meine Liebe zu den Tieren hat mich dazu geführt, dass ich ein Tiermediziner wurde. Und parallel habe ich immer gezeichnet, gemalt. Aber dann musste ich feststellen, dass Tiere aufzuschneiden nicht für mich ist. Dann dachte ich mir, ich mache eine Pause. Ich zeichne erstmal. Ich zeichne, male. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon einige Aufträge bekommen. Dann habe ich mehr und mehr gearbeitet, dann Bücher illustriert. Und dann habe ich also diesen Zeitpunkt, wo ich wieder zum Skalpel greifen müsste, sollte, habe ich immer so weiter verschoben. Und dann irgendwann sagte ich mir, nein, ich mache weiter meine Malereisache. Das ist meine Berufung, das gefällt mir. Davon habe ich meinen Spaß. Und ja, inzwischen, da kann ich auch meine Familie ernähren. Ja, Sie haben, wenn man auch Ihre Homepage besucht, in der Tat sind sehr viele Tierillustrationen dort gesehen. Das ist so das, glaube ich, auch, oder Sie experimentieren mit auch so surrealistischen Bildern, glaube ich, so kann man das sagen, mit Tieren. Aber das Brotgeschäft, könnte man sagen, sind historische Illustrationen. Und da würde mich interessieren, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie auf dieses Metier gekommen sind? Also besonders historische Bücher und Zeitschriften zu illustrieren? Einfach. Es ist einfach, simpel. Also was zeichnet ein Mädchen im Kinderalter? Eine Puppe oder sowas. Was zeichnet ein Junge? Einen Ritter. Ein Pferd in meinem Fall auch, einen berittenen Ritter. Und dann hat er sich entwickelt, habe ich weiter und weiter zu diesen historischen Sachen gemalt, gezeichnet. Und noch in der Schulzeiten erinnere ich mich ganz gut, da habe ich ein Geschenk an meinen Geschichtelehrer gemacht. Ich habe so ein Bildformat A3 gemalt. Da waren Wikinger drauf und die haben eine Burg gestürmt. Und ich frage mich jetzt, also wo dieses Bild jetzt bleibt, sehr interessant. Und dann hat es sich entwickelt. Das war parallel. Also meine Liebe zu den Tieren und meine Liebe zur Geschichte. Die haben manchmal so verflochten, also Pferde, mein Lieblingsmotiv, Rita. Ja, und dann habe ich einmal eine Anfrage gekriegt, schon in Deutschland, einen römischen Drachenträger zu zeichnen. Es war eine Vorlage für eine Zinnfigur, eine kleine Zinnfigur. Das habe ich gemacht, dann habe ich weitere Aufträge bekommen und dann, ja, wie ich schon sagte, also da kamen die Verlage auf mich. Ja, da wurde ich plötzlich zu einem Illustrator. Haben Sie so eine Art Hausverlag, für den Sie vor allen Dingen arbeiten? Es gibt einen Verlag, ein Verlag heißt Preußisches Bücherkabinett aus Berlin. Und mit diesem Verlag arbeite ich am meisten. Wir haben zusammen über 10 Bücher schon gemacht. Die sind, glaube ich, auch unter anderem bei Amazon, kann man die Bücher, wenn man ihren Namen sucht, auch finden. Wie kann man sich denn nun die Zusammenarbeit zwischen dem Buchautor und dem Illustrator vorstellen? Vielleicht muss man sagen, ich glaube, viele Bücher, die illustriert werden, entstehen so, dass der Autor den Text abliefert, der Verlag kriegt den und dann setzt sich der Lektor mit dem Illustrator in Verbindung oder sucht einfach Illustrationen zusammen. Hier ist es anders gewesen. Vielleicht beschreiben Sie mal, wie die Bilder zustande gekommen sind. Also unsere Zusammenarbeit an diesem Projekt also war das Beste, was ein Künstler, ein Illustrator vorstellen kann. Und zwar, wir haben direkt mit dem Autor gearbeitet, nur wir zwei. Also ich schätze sehr, dass Herr Stein hat uns einfach so grünes Licht gegeben. Und wir haben nur mit dem Autor, mit dem Herr Weißmann, darüber uns unterhalten und dann diese Werke zustande gemacht. Weil ich habe schon erlebt, wenn an einem Projekt mehr als zwei Personen beteiligt sind, das ist sehr kompliziert. Und deswegen, also ich würde mal sagen, es ist uns sehr gut gelungen und Sie ja im Endeffekt auch sehr zufrieden sind. Aber wie nochmal nachgefragt, was hat denn Herr Weißmann Ihnen geschickt? Woher wussten Sie, was Sie malen sollten? Herr Weißmann schickte mir einfach eine Idee, was er für ein bestimmtes Kapitel sehen möchte.
Und es reicht mir eigentlich als Anregung dann, ich habe eine Idee, eine Vision, würde ich sagen, naja, das ist groß, also groß gesagt für eine Vision, aber eine Idee, dann mache ich eine Skizze. Und die Skizze schicke ich einfach so an Herr Weißmann und dann haben wir darüber diskutiert und dann nach und nach ja, entstand ein Bild. Es war einfach, ja, sehr einfach für mich. Aber er hat auch durchaus Vorlagen geschickt. Auf jeden Fall, natürlich. Weil, naja, ich interessiere mich für Geschichte, aber in vielen, vielen Bereichen ja, bin ich nicht so kündig wie Herr Weißmann. Und er hat mir Informationen geschickt, Vorlagen. Und mit diesen Sachen habe ich dann weitergearbeitet. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Schlachtbild, wo Friedrich der Große mit der Flagge vorausläuft. Ich glaube, das ist ja nach einem bekannten Gemälde nachinszeniert worden. Haben Sie das mehr oder weniger eins zu eins gemalt oder haben Sie diese Figur des marschierenden Friedrich übernommen, aber das übrige Schlachtenszenario anders arrangiert? Ich habe versucht, in jedes Bild ein bisschen Individualität reinzumachen. Es gibt einige Bilder, die einfach von der Vorlage quasi, würde ich sagen, abgemalt worden sind, aber nicht so eins zu eins, weil wenn man genau betrachtet, in jedem Bild, da gibt es so ein Stück von meiner Fantasie, sage ich so. Wie ist es Ihnen denn dabei gegangen? Also Sie stammen ja aus der Ukraine. Darf ich eigentlich fragen, fühlen Sie sich eigentlich als Russe oder als Ukrainer? Das ist ja noch eine hochaktuelle politische Frage. Ich würde sagen, Russe als Russe. Obwohl ich in der Ukraine geboren und aufgewachsen bin, in unserer Heimatstadt, wurde immer auf Russisch gesprochen, in der Schule, an der Hochschule. Ja, deswegen also mit der russischen Geschichte bin ich mehr vertraut, ukrainisch auch, aber naja, ich fühle mich mehr als Russe. Und Sie haben sich vorher vielleicht mit der deutschen Geschichte gar nicht so intensiv oder im Gesamtumfang beschäftigt. Haben Sie durch dieses Arbeit an dem Buch ganz neu kennengelernt? Auf jeden Fall. Ich habe mich früher vor allem mit den Sachen, die zu den Schlachten zu tun haben, beschäftigt, zu den Rita und ganz normale Sachen. Da habe ich einfach so außer Acht gelassen. Und während der Arbeit an diesem Buch, da habe ich einige Sachen für mich neu entdeckt. Ja. Was kann man sagen, worauf haben Sie bei der Erstellung der Bilder jetzt besonderen Wert gelegt? Besonderen Wert. Also ich wusste schon von vornherein, dass das Buch für Jugendliche bestimmt ist. Deswegen habe ich darauf geachtet, dass es eigentlich für jugendliche Augen bestimmt ist, dass ich nicht viel zu viel Blut male, dass wir nicht Kinderbuch, sondern ein jugendliches Buch machen. Aber inzwischen, also für meine Freunde, die sind alle erwachsen. Für sie ist es auch sehr interessant, das Buch zu blättern. Ja, die freuen sich auch darauf. Wo kann man eigentlich von Ihnen Bilder ansehen, die Sie sonst noch gemacht haben, wenn man sich für Ihr Werk über das Buch hinaus interessiert? Wo kann man Bilder von Ihnen sehen? Sie sagten schon Amazon oder Google, einfach meinen Namen eingeben. Ich meine jetzt Originalbilder. Originalbilder gibt es jetzt in Leipzig, da gibt es eine Dauerausstellung von mir in Hotel Atlanta, Leipzig-Wachau. Das ist ein sehr großes Hotel und die haben ein sehr großes Foyer. Und die Manager sind inzwischen gute Freunde von mir und wir machen schon zum zweiten Mal eine Dauerausstellung da. Sie müssten jetzt auch das Buch verkaufen. Ein Buch, ja. Ja, man kann natürlich auch, wenn Sie das interessiert, einen Teil der Bilder, die im Buch sind, im Original ansehen. Nämlich etwa 30 Bilder haben wir rahmen lassen und die sind bis auf Weiteres zu sehen in der Bibliothek des Konservatismus in der Fasanenstraße in Berlin zu den Öffnungszeiten. Wenn Sie also mal wirklich sehen, wie sehen die Bilder aus dem Buch im Original aus, die sehen natürlich auch tatsächlich noch schöner aus, wenn man sie im Original sieht. Dann können Sie also die Bibliothek des Konservatismus in Berlin besuchen und dort diese Bilder sich ansehen. Ja, dann möchte ich mich für heute erstmal ganz herzlich bei Herrn Lündjakow bedanken, dass er bei uns am Stand ist.
Morgen wird er auch nochmal hier sein, wenn Karl-Heinz Weißmann am Stand spricht. Und wer Interesse hat, sollte sich das also nicht entgehen lassen, morgen beide hier zu sehen und sich auch Bücher signieren zu lassen von den beiden Künstlern, die dieses Buch geschaffen haben. Vielleicht zum Schluss auch nochmal für Sie, welchen unglaublicher Erfolg das Buch ist. Wir hatten mal ursprünglich gedacht, langfristig, vielleicht über ein Jahr, wäre es eine tolle Sache, wenn wir 5000 von diesen Büchern verkaufen werden. Aktueller Stand ist, das Buch ist am 1. Oktober offiziell ausgeliefert worden, dass wir 8000 Bücher bereits verkauft haben. Wir konnten aber nur 7000 mit der ersten und zweiten Auflage ausliefern. 1000 warten also noch. Hier am Stand haben wir wirklich die letzten Exemplare von dieser zweiten Auflage. Und die dritte Auflage erwarten wir am 30. Oktober, 10.000 Exemplare. Also wir rechnen und sehen auch, dass es ungebremst so weitergeht, dieses Buch. Es ist ein wirklich toller Erfolg für unseren Verlag. Und ja, herzlichen Dank, dass Sie am Stand waren. Und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, gucken Sie es sich gerne hier am Stand an. Dankeschön. Dankeschön. Übrigens, dieses und viele weitere spannende Bücher finden Sie im JF-Buchdienst unter www.jf-buchdienst.de.